Hossa, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir müssen reden. Und zwar, ich will mich einmischen, das mache ich gerne, in die neueste, na, vielleicht wird es mal zu einer richtigen Diskussion in der Szene. Also sie schwelt ja immer schon so ein bisschen vor sich hin, die Frage mit dem Ultralight-Tracking. Ist ja nicht so beliebt bei den Leuten, die es nicht machen. Im Wesentlichen, gefühlt ist es eine Entweder-Oder-Frage bei den Leuten, die halt Ultralight-Tracking betreiben, ist es nie wieder anders. Gefühlt, das ist mit Sicherheit nicht so. Aber so kommt es rüber bei vielen von uns, die es nicht machen, denke ich. Ne? Und für diejenigen, die es nicht machen, ist das ja, so elitäres Hipster-Wandern. Gefühlt, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so rein vom Gefühl her, ich habe mich jetzt intensiv damit auseinandergesetzt, deswegen ist es jetzt inzwischen nicht mehr so intensiv, aber immer noch hat das so einen elitären Hipster-Wandern-Beigeschmack. Irgendwie, das ist eigentlich Blödsinn. Weil wenn man da wirklich mal richtig, richtig intensiv drüber nachdenkt über die Sache und da mal ein bisschen ergebnisoffen auf Argumente hört und nicht nur, ja, ich habe jetzt eine Meinung und an der hat gefälligst niemand mit Argumenten, meine Meinung steht fest, verwirren Sie mich nicht mit Argumenten. So, ne, nach dem Motto, und da muss ich ja ganz ehrlich gestehen, da bin ich auch für anfällig manchmal. Wenn dann mal wirklich Argumente kommen, man kann mich mit Argumenten meistens davon überzeugen, dass ich bescheuert bin und der andere recht hat, wenn die Argumente gut sind. Das klappt wirklich meistens. Bevor ich diese Argumente aber mal zu hören bekommen habe, muss ich sagen, bin ich auch anfällig dafür, dass meine Meinung feststeht. Verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen. Das kommt schon, bin ja auch nicht Jesus, kommt schon vor. Ist natürlich nicht sehr wissenschaftlich und das ist der Grund, weshalb ich dann hin und wieder bei Dingen, bei denen ich der Meinung bin, dass ich recht habe, mal doch hinterfrage, habe ich überhaupt recht? Woher will ich das überhaupt wissen, wenn ich das nie ausprobiert habe? Und um jetzt mal kurz die Quintessenz dieses Videos, das wird lange, ich zeige euch nachher auch noch ein bisschen was, vorwegzunehmen ist, woher soll ich wissen, dass Ultralight-Wandern total der elitäre Hipster-Schissdreck ist, wenn ich es nie ausprobiert habe. Habe ich nämlich nicht. Und ich glaube, so geht es den allermeisten von uns, die da ja eine feste Meinung zu haben oder zumindest eine fast feste Meinung dazu oder sich ziemlich sicher sind, dass sie wissen, wie das Ganze funktioniert. Nämlich nicht, ja, dass wir vielleicht ein bisschen zu festgefahren sind. Und zweitens sind wir fast immer Leute, die es nie ausprobiert haben. Weil das Problem ist wirklich, was man im Internet lesen kann sind meistens, oder hören kann, sind meistens Leute, die entweder das eine machen und das eine für das Nonplusultra einzig Wahre halten, wie mich bisher. Andererseits von der Ultralight-Fraktion wirst du zu hören bekommen, nein, seit ich Ultralight unterwegs bin, macht es mir erst Spaß mit dem Wandern. Davor war es immer nur eine Quälerei und ach, ich nie wieder anders. Das ist das Problem, nur die Leute hört man. Es gibt sicherlich noch eine Grauzone, die ganz, ganz groß ist und irgendwo dazwischen hockt. Und es gibt sicherlich, und das ist ein Problem, dass man die kaum zu hören bekommt, den einzigen, den ich davon jetzt bisher gefunden, bewusst wahrgenommen habe, ist der Saki, der mal irgendwann nebenher zusätzlich zu dem ganzen anderen Krempel, den er macht, auch mal noch ein bisschen Ultralight-Wandern ausprobiert hat. Und ja, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Ich glaube, bevor man jetzt hingeht und sagt, oh, die Scheiße, lieber klassisches Wandern viel besser oder klassisches Bushcraft viel besser, das ist überhaupt nichts für mich. Ah, nee, pfui, das macht vielleicht hier und da mal Sinn, aber nein. Bevor man jetzt mit so einer Einstellung da eben entsprechend daherkommt, sollte man sich, glaube ich, ein paar Argumente vorher doch mal anhören. Habe ich jetzt gemacht, möchte ein paar Dinge wiedergeben und ein paar Dinge mit meiner Meinung ergänzen und meine Meinung dazu kundtun, wo tatsächlich dann die Grenze des Ganzen liegt. Das war mir nämlich wichtig. Was ich jetzt die letzten Tage versucht habe rauszufinden, man kann auf Wikipedia Pro-Argumente für Ultralight-Wandern nachlesen. Gut für die Gelenke, ja, das ist sicherlich so. Man kommt schneller vorwärts, entspannter vorwärts, weniger Blasen, weniger Schmerzen, weniger Leid. Das ist so. Das ist bestimmt so. Bis man dann im Lager ankommt und je nachdem, was man dann für ein Lagerkomfortbedürfnis hat, muss man das geringe, also den geringen Lagerkomfort damit bezahlen, dass man davor einen hohen Laufkomfort hatte. Es ist also so ein bisschen so eine Trade-off-Situation zwischen Laufkomfort, man kommt einfach angenehm locker flockig vorwärts, dafür hat man dann überhaupt bis hin zu wirklich nur minimalen beschiss wenig Komfort im Lager, bis hin zu, ne, nicht zwingend
genau das. Aber je leichter, desto weniger Komfort im Lager. Andererseits kann man natürlich auch ein Federbett auf dem Rücken durch die Landschaft schleifen, dann wird man aber wirklich nicht weit kommen. Und es ist tatsächlich halt auch so, dass gerade diejenigen gerne über Ultraleit reden, die potenziell, zumindest sieht es so aus, Touren der Kategorie, ja, wir gehen mal 3 Kilometer in den Wald, dann bauen wir Lager auf, dann machen wir super tolles Abendessen, machen ganz viel Lagerleben, machen einen Overnighter, gehen dann 3 Kilometer wieder zurück. Dass gerade diejenigen sagen, dass Ultraleicht blöd ist. Über 3 Kilometer kannst du auch 40 Kilo schleppen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Da bist du zwar dann auch nach 3 Kilometern kaputt und dann weißt du, was du geschafft hast und dann ist es auch Zeit zum Lager aufbauen. Und klar kann man das so machen, das tut ja keinem weh. Ja, warum nicht? Was man aber auch machen kann, dass auch das tut im Grunde keinem weh, auch wenn es mir nach wie vor emotional schwerfällt zu akzeptieren, dass auch das eine Möglichkeit ist, draußen unterwegs zu sein. Man kann auf 40 Kilometer rennen mit 5 Kilo auf dem Rücken, dann unter einer Rettungsdecke übernachten, am nächsten Morgen früher als die Hühner aufstehen und wieder 40 Kilometer rennen und hat dann irgendeinen Weg von 120 Kilometern in der Pampa so schnell zurückgelegt, dass man sogar noch einen Wetterbericht vom Startort hatte, der für die ganze Tour gereicht hat. Das habe ich noch nie gemacht. Also ich hatte noch nie einen Wetterbericht gegen Ende der Tour. Wenn das jemandem Spaß macht und jemand die sportlichen Fähigkeiten dazu halt eben entsprechend mitbringt, ja, warum nicht eigentlich? Ne? Eigentlich, was ist da schlecht dran? Ist das böse? Frisst das kleine Kinder? Schmeißt das Omas vom Nachttopf? Nein, tut es nicht. Tut das irgendwas Böses? Nein, im Grunde auch noch nicht. Es fällt mir schwer, das zu akzeptieren und ich weiß nicht, wo der Naturgenuss beim Durchrennen von wirklich enormen Entfernungen pro Tag liegt. Ich weiß es nicht, aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht Leute geben muss, die da doch eben entsprechend einen gewissen Naturgenuss bei empfinden. Und das macht diese ganze Diskussion um Ultraleit und Nicht-Ultraleit dann doch so ein bisschen schwierig. So, und jetzt habe ich mir mal ein paar Dinge notiert. Wir fallen dann nachher auch sicherlich noch ein paar andere Dinge ein, aber um den ganzen zumindest den Ansatz eines roten Fadens zu geben. Die Diskussion fragil und unzerstörbar. Wenn man über das Thema Ultraleitkrempel ist nicht haltbar oder geht schnell kaputt und so weiter und so fort führt, dann neigt das Internet dazu, immer gleich im Extrembereich unterwegs zu sein. Dafür müssen wir jetzt erstmal wissen, das ist wie bei allem und das ist wirklich was, was ich hier oft betone auf meinem Kanal, es gibt nicht nur die Extreme. Ne? Ultraleit-Tracking per Definition ist schon das krasseste Leichtgewicht-Tracking, was es überhaupt gibt. Was die Leute, die das nicht machen, allerdings immer nur im Kopf haben, ist genau nur das. Nur die Extremleute, die das recht extrem machen, sind die, die am lautesten schreien. Deswegen kriegen wir, die das nicht machen, meiner Meinung nach immer nur die mit, die am lautesten schreien. Und das sind halt die, die am aller leichtesten unterwegs sind. Und das sind dann halt wirklich diejenigen, die gefühlt unter einer Rettungsdecke übernachten. Und mit 2,8 Kilo durch die Landschaft rennen und so weiter. Aber das Problem ist jetzt so ein bisschen für mich immer gewesen, dass ich mir dann denke, ja, durch welche Landschaft denn? Durch hier mediterranes Klima und so weiter und so fort. Ja, da brauche ich auch keinen Schlafsack, da regnet es nicht mal, da brauche ich auch keinen Tarp, da brauche ich überhaupt nichts, da brauche ich irgendwas, wo ich meine Wasserflaschen dranhängen kann und noch ein kleines Säckchen, wo ich Proviant mitnehmen kann und ansonsten brauche ich Schuhe. Mehr braucht man da im Grunde nicht. Vielleicht noch was Bequemes zum Draufliegen, damit man dann nachts ein bisschen weicher liegt. Und in so einer Umgebung, da kann ich verstehen, dass man da ultraleit durchrennen kann, weil was zum Geier willst du da mit einem schweren Zelt? Wozu soll das gut sein? Ein schweres, warmes Zelt vielleicht auch noch. Das braucht da kein Mensch, ist klar. Unter so einer Bedingung habe ich eigentlich bisher nie daran gezweifelt, dass das irgendwo Sinn machen wird, aber habe mir dann gedacht, ja, das System ist trotzdem kacke, weil das kannst du ja gar nicht anwenden, da wo ich hingehe. Und es ist nach wie vor so, dass da, wo ich am allerliebsten hingehe, ich ziemlich davon überzeugt bin, dass es ziemlich viele Argumente gibt, die dagegen sprechen, sowas ultraleit machen zu wollen, aber man muss unterscheiden. Nur, weil das ein System ist, das für viele Dinge, die ich machen möchte, nicht unbedingt Optimales, sage ich jetzt mal. Man kann das schon machen. Ne? Man kann auch mit einem Kanu über den Atlantik fahren. Das geht auch. Man kann auch mit einem Ultra-Ultra-Ultra-Light-Zelt auf dem Himalaya übernachten. Das kann man machen. Das muss deswegen nicht unbedingt etwas sein, was A, jeder kann. Also ich kann das nämlich nicht.
Und zweitens muss das nicht zwingend auch eine gute Idee sein, wenn man vorhat, das Ganze zu überleben. Man kann sich auch nur mit einem Messer im brasilianischen Dschungel aussetzen lassen vom Hubschrauber und kann lebend wieder rauskommen. Kann aber auch schief gehen. Deswegen, das muss ich auch nicht unbedingt ausprobieren. Ne? Aber per se funktioniert das schon. Das ist dann nämlich noch ultraleiter als ultraleiter. Das nennt sich dann Survival. Hat ein gewisser Rüdiger Neberg mal so gemacht. Noch ultraleiter geht nicht. Das Messer hat er nämlich beim Absturz verloren. Danach bestand seine Ausrüstung aus einer roten Badehose. Der Mann ist übel. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls, ich glaube, Schuhe hatte er noch. Schuhe hatte er, glaube ich, auch noch. Ja, das war es dann aber. Er hatte nicht mal ein T-Shirt. Also schneidet euch davon mal eine Scheibe ab, liebe Ultraleiter. Eine Badehose und und Schuhe und Socken. Ja, das wäre doch mal ultraleit, ne? Im Dschungel, das Krasse ist, geht das ja, weil erfrieren kannst du da nicht. Körperwärmeerhalt, kein Problem. Wasser brauchst du nicht mitnehmen, gibt's überall. Proviant, naja gut, er hat halt Fliegen gefressen, weil er sich vom Absturz mit dem Hubschrauber, also vom Abseilen mit dem Hubschrauber beim Runterfliegen, wo er das Messer verloren hat, so viele kleine Schürfwunden zugezogen hat, dass es jede Menge Eiter gab. Und der Eiter hat die Fliegen angelockt und die hat er dann gegessen, nach eigenen Angaben. Das traue ich dem Mann aber wirklich definitiv zu, dass diese eigenen Angaben stimmen. Gut, ja, Problem. Irgendwie hat man so das Gefühl, Ultraleitausrüstung, um zum Thema zurückzukommen, ist so wahnsinnig fragil. Und das Interessante ist, das sagen immer diejenigen, inklusive mir, die das Zeug noch nie in der Hand hatten. Beziehungsweise ich habe das so lange gesagt, wie ich das Zeug noch nie in der Hand hatte. Dann habe ich herausgefunden, dass zum Beispiel diese Ultraleitzeltchen und so weiter und so fort, wenn sie die ganz krassen sind, ne, die High-End-Ultraleitzeltchen, tatsächlich aus Dyneema bestehen. Cuban Fiber nennt man es auch. Ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Cuban Fiber und Dyneema dasselbe sind. Und Dyneema ist ja so ein tolles Material aus dem Segelsport. Da hat mir schon in relativ früher Zeit meines Kanals, das war das zweite Ding, was ich jemals geschenkt bekommen habe, regelmäßige Zuschauer wissen, das kommt hin und wieder mal vor. hat mir jemand ganz dankenswerterweise, und ich habe sie noch, viele davon, eine habe ich mal verbrutzelt und die ist dann weg, die hat irgendwie verloren gegangen. Jedenfalls hatte mir jemand viele Schnurproben zukommen lassen, für viele verschiedene Schnüre, so nach dem Motto, Paracord mag cool sein, ist aber nicht die einzig wahre Schnur, für alles. Und darunter war auch eben diese Dyneema-Schnur. Und jetzt ist mir eingefallen, ich hatte damals, als ich diese Dyneema-Schnur bekommen hatte, mich mit diesem Dyneema-Schnürchen, das ist wirklich so ein super dünnes Ding, ich kram es jetzt nicht raus, es liegt da hinten irgendwo, wirklich so ein super dünnes Ding, etwa ein Drittel so dick wie der durchschnittliche Paracord, der 550er. Ja, maximal ein Drittel so dick. Und das hatte ich um den Baum gebunden, der in so einer leichten Schräge stand, und habe mich dann einfach mal hangabwärts so ein bisschen an diesen Baum gehängt, so mit möglichst viel Körpergewicht. Also es hat mindestens 80, 90 Kilo, damals war es noch nicht ganz so schwer, sagen wir 70, 80 Kilo, auf diesem winzigen, dünnen Schnürchen eben entsprechend gelastet. Und das ist nicht mal im Ansatz durchzureißen gewesen. Ich habe es dann nochmal mit Schmackes versucht, habe mich nochmal richtig reingehängt. Und mit richtig Anlauf und Wump habe ich es dann tatsächlich mal geschafft, dass der Knoten aufgegangen ist. Der Knoten, wohlgemerkt, ja, nicht die Schnur gerissen. So, und dann habe ich es aufgegeben, das kaputt machen zu wollen. Und wenn man jetzt weiß, dass diese High-End-Ultralight-Ausrüstung genau aus diesem Material besteht, diesem furchtbar unzerstörbaren Ultra-Zeugs, dann könnte man meinen, oh Gott, Ultraleitausrüstung ist unzerstörbar. Aber ganz so extrem ist es dann auch nicht mehr, weil folgendes, das mag aus einem nahezu unzerstörbaren Material sein. Das Problem ist allerdings die Dicke des Materials. Das ist wie mit einem Titantopf. Titan an sich, scheiße hart. Ne? Kriegst du im Grunde nicht kaputt. Aber gerade weil der so scheiße hart ist, verarbeitet man Titangeschirr in super dünner Wandstärke. Warum? Weil es reicht. Weil der so hart ist, dass das geht. Dann kann man super dünne Wandstärken verarbeiten. Und deswegen ist Titangeschirr tendenziell auch super leicht, weil super dünne Wandstärken. Ne? Und das gleiche Prinzip verwendet man auch bei diesen Dyneema-Geschichten, Dyneema-Rucksäcken, Dyneema-Zelte, Dyneema... es gibt sogar als Regenklamotte inzwischen. Das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, aber es gibt es. Jedenfalls... gleiches Prinzip, heißt, das Zeug ist super, super dünn.
super dünn von einem super, super festen Material ergibt im Schnitt ganz in Ordnung. So, und das muss man jetzt wirklich mal wissen, wenn man sich mit diesem Zeug wirklich mal intensiv auseinandersetzt und sowas auch mal gesehen hat und sowas auch mal angefasst hat und sowas mal ein bisschen hat ausprobieren können. Ich habe inzwischen auch sogar mal so ein Cuban Fiber Zelt aus Amiland mal sehen dürfen und anfassen dürfen und gut von allen Seiten wirklich ausführlich angucken dürfen und kenne auch Leute, die entsprechend drin geschlafen haben und die hatten auch keine größeren, schrecklichen, furchtbaren Probleme. und dementsprechend kann ich wirklich sagen, ich verstehe schon so ein bisschen, dass das geht mit diesem Zeug. Ja, gerade wenn man auch mal hin und wieder so ein bisschen so einen Survival-Trip macht in die Richtung. Im Grunde ist Ultralight-Wandern ja ganz nah dran am Survival, weil man wirklich nur das Minimalste an Ausrüstung eben entsprechend dabei hat. Wirklich das, was man so gerade so braucht, um noch halbwegs die Nacht durchzuschlafen. Im Extremfall. Wichtig an dieser Stelle ist, man muss nicht zwingend gleich den Extremfall fahren. Man kann auch nur leicht unterwegs sein. Man kann auch mit 7 Kilo rumlaufen. Es muss nicht gleich 3 sein. Also es heißt nicht automatisch, nur weil du leicht wandern gehst, musst du auf alles verzichten und pennst unter der Rettungsdecke. Wichtig, ultraleicht bedeutet nicht ultrafragil. Es bedeutet allerdings auch nicht tatsächlich, dass das genauso stabil ist wie irgendein Militärrucksack, die dann halt 3,5, 4,5 Kilo, teilweise sogar 5 Kilo oder sonst was wiegen. Damit kannst du theoretisch umziehen mit so einem Ding und du kannst jedes beliebige Gewicht inklusive deiner Freundin oder gefallenen Kameraden oder ausgebuddelte Schatzkisten oder was auch immer, kannst du tatsächlich irgendwie mit diesem Rucksack, also wenn es reinpasst oder dranbindbar ist, kannst du das transportieren, theoretisch, wenn du noch stark genug bist, um das entsprechende Gewicht zu tragen. Da ist aber das Limit deine persönliche Körperkraft, wie viel kannst du durch die Landschaft schleppen, da ist das Limit nicht mehr, dein Rucksack bricht zusammen, wenn du 15 Kilo oder mehr reinpackst. Beziehungsweise dann reißt er relativ flott. Oder spätestens, wenn man 17, 16, 18 Kilo reinschmeißt, dann reißt er tatsächlich irgendwann. Das passiert halt überhaupt nicht mit solchen militärischen Rucksäcken. Jetzt ist allerdings die Frage, die sich alle Leute, die diese militärischen Rucksäcke so unglaublich toll finden, mal fragen sollten, wozu brauche ich denn, beziehungsweise brauche ich denn wirklich unbedingt einen unzerstörbaren Rucksack? Ich kann den vererben, ich kann mit dem 3-mal in den Krieg, ich kann mit einem Panzer drüber fahren und wenn ich entführt werde, oder wenn ich eine Verfolgungsjagd mache und renne einem fahrenden Auto hinterher und springe und kann mich gerade noch so hinten an der Stoßstange festhalten, dann drehe ich mich auf den Rücken, schleife mit meinem Rucksack über den Asphalt und das kann ich viele Kilometer lang machen, weil mein Rucksack ja unzerstörbar ist und das ist überhaupt kein Problem. Also wer so ein Szenario für realistisch hält, der ist sicherlich gut beraten, wenn er einen Tasmanian Tiger Rage, schieß mich tot, Pack, was auch immer, als bevorzugten Rucksack mit sich rumschleppt. Nächster Punkt, die haben ein viel, viel, viel tolleres Tragesystem. Ja, das ist richtig. Das ist definitiv so. Ja, solche Rucksäcke haben ein unglaublich krasses Tragesystem, was einem das Tragen von beliebig hohen Lasten, sofern man sie überhaupt noch aufgrund der Körperkraft überhaupt noch tragen kann, dann kann man sie mit so einem Rucksack tragen. Das ist toll. Da gibt es sicherlich viele, viele, viele tolle Anwendungen, wo man sowas gebrauchen kann. Ich habe ja selber auch einen durchaus schwerlast-zivilen Trekking-Rucksack, einen Kiaka von Fjällräven. Kiaika, wie auch immer man das Ding aussprechen mag. Ist wie mit Ikea-Regalen, weiß auch keiner so genau, wie die heißen. Ne? Jedenfalls, der wiegt auch fast 3,5 Kilo. Und da kann man im Grunde wirklich jedes x-beliebige, also ich habe jetzt mal, testhalber habe ich mal circa 32 Kilo mit dem Ding durch die Landschaft geschleift. Ist der Rucksack davon kaputt gegangen? Nein. Bin ich damit weit gekommen? Nein. War das lustig? Nein. Aber geht das? Ja. Geht das ohne allzu große Schmerzen? Auch das. So. Aber dafür braucht man halt einen so massiven Rucksack, der die Last derartig versteift und die Lastübertragung derartig gut möglich macht, dass man wirklich solche Gewichte über nennenswerte Entfernungen halt wirklich durch die Landschaft schleifen kann. Das ist toll, wenn das geht. Das ist wirklich super, dass man so einen Rucksack hat und das ist alles tippitoppi. Nur ist die Frage, brauche ich das für das, was ich machen möchte? Will ich umziehen? Dann brauche ich das mit Sicherheit. Aber wenn ich von vornherein vorhabe, eine Wanderung zu machen, bei der ich ohnehin nur das aller Nötigste dabei haben möchte, was 4, 5, 6, 7 Kilo wiegt oder was, wofür
Wenn ich das vorhabe, ne, nehmen wir einfach mal an, das haben wir vor. Wofür zum Geier brauche ich dann einen Rucksack, mit dem ich 30 Kilo schleppen kann, der alleine 4, 5 Kilo wiegt? Wozu brauche ich den dann? Brauche ich den dann? Nein. Brauche ich ein Tragegestell, das super ausgedacht und super Lastenübertragung und so weiter und so fort hat, wenn ich mir gerade mal 5 Kilo auf den Rücken hänge oder sagen wir 7? Nein, brauche ich auch nicht. Ne? Und das ist so der springende Punkt. Klar, diese militärischen Rucksäcke, die sind viel toller an Features, viel reicher an Features, viel unzerstörbarer und so weiter und so fort. Aber wenn ich was vorhabe, wo ich all diese tollen Features überhaupt nicht brauche, warum muss ich dann 4 Kilo an Rucksack rumschleppen? Das ist immer das geht immer so gerne unter. Das haben auch schon andere Leute gesagt und ich verlinke euch auch gerne mal das Video von jemandem, der da mehr Ahnung hat vom Thema Ultraleiter als ich. Aber ich möchte es trotzdem eben aufgreifen, weil diese eine Sache mir wirklich aufgefallen ist. Und dass es ohnehin sowas ist. So, hier ist eine kleine Ergänzung fällig. Es ist zwar so, dass durchaus häufig in der Szene, in Anführungszeichen, eben gerade die Militärrucksäcke mit den Ultraleitrucksäcken verglichen werden. Im Grunde vergleicht man hier aber Äpfel mit Birnen, damit da wirklich kein Zweifel aufkommt. Was man eigentlich vergleichen sollte, wäre ein Nicht-Ultraleit-Tracking-Rucksack mit einem Ultraleit-Tracking-Rucksack, weil diese ollen Militärrucksäcke, das sind ja gar keine Tracking-Rucksäcke. Ne? Die sind zwar wahnsinnig beliebt in verschiedenen Szenen der draußen rumrennenden, aber eigentlich sind die nicht dafür ausgelegt, um riesige Strecken damit zu Fuß zurückzulegen. Natürlich kann man das, wenn man ein durchtrainierter Soldat ist, dann sollte man dazu auch wirklich in der Lage sein. Aber Soldaten marschieren heutzutage nicht mehr viele Kilometer durch die Landschaft. Die lassen sich natürlich motorisiert irgendwohin transportieren. Dann müssen sie ihr ganzes Geraffel über die letzten paar Kilometer vielleicht eben entsprechend dann nochmal verlegen, damit das dann auch dahin kommt, wo es genau hin soll. Das ist klar, aber die sind nicht dafür ausgelegt, um damit gigantische Strecken zurückzulegen. Das bitte wirklich im Hinterkopf behalten und eigentlich müssen wir einen schweren Trekkingrucksack wie meinen Fjällräven Kjaka mit einem Ultraleit-Trekkingrucksack eben entsprechend vergleichen. Das wäre dann schon eher fair, aber ja, ne? Ich bin ja immer so im Mittelfeld unterwegs. Ich habe einzelne Gegenstände, die man fast schon in den Ultraleitbereich zählen kann. Hier solche Isomatten oder so ein Kram. Die sind nicht Ultra. Also die Thermarest Neo Air, schieß mich tot irgendwas, ist ja die klassische Ultraleit Isomatte. Wiegt 380 Gramm oder irgendwie sowas, glaube ich. Das Ding hier wiegt 440. Ist nicht ganz ultraleit, aber fast. Man kann natürlich die Thermarest Neo Air auch nochmal in Dreiviertel lang, das ist nämlich eine Dreiviertel lange, kaufen. Dann ist sie nochmal ein bisschen leichter und es geht nochmal leichter als das. Aber das hier ist schon sehr, sehr, sehr nah dran an sehr leichten Klamotten, an sehr leichter Ausrüstung. Ne? Oder halt der klassische Titantopf. Da geht auch nicht mehr viel nach unten, was noch leichter angeht. Und ich habe bisher immer so ein bisschen die Philosophie, was das Gewicht meiner Ausrüstung angeht, vertreten. Die Sachen, die robust sein müssen, weil es Sinn macht, dass sie robust sind, die dürfen schwer sein. Alles andere so leicht wie möglich. Weil, mal ganz ehrlich, es ist doch schon scheißegal, ob man eine schwere Zahnbürste oder eine leichte Zahnbürste dabei hat, man kann sich mit beiden die Zähne putzen. Es macht also überhaupt keinen Sinn, eine zu schwere Zahnbürste mitzuschleppen. Es macht auch keinen Sinn, wenn man ohnehin nur wandern gehen möchte und sich ohnehin nur Wasser heiß macht, einen Edelstahltopf mitzuschleppen. Macht überhaupt, warum soll man das tun? Verstehe ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, da haben die Ultraleitmenschen schon ein bisschen recht. Beziehungsweise ich habe das schon immer so gemacht. Ich habe noch nie Zeug mitgeschleppt, wo das es bei gleicher Funktion leichter gibt. Da habe ich nie die schwerere Version mitgenommen. Sofern ich das Geld hatte, um mir die entsprechend leichtere, teurere Variante zu kaufen. Das ist dann nochmal natürlich ein anderer Punkt. Klar, ne? Man kann sich jetzt nicht wegen jeder Tour den optimal angepassten Schlafsack kaufen. Dann ist man ganz schnell ganz, ganz arm. Und da gibt es natürlich noch so ein paar andere Dinge. Beispielsweise, was mich vom Down-Schlafsack bisher immer abgehalten hat, ist halt die Anfälligkeit von dem Ding gegen Feuchtigkeit. Die ist nun mal da. Das ist nun mal so und damit muss man eben entsprechend klarkommen. Damit kann man klarkommen, selbstverständlich. Aber ich verstehe nach wie vor jeden, der immer noch sagt, nee, Daune, also meinetwegen auch aus ethischen Gründen, aber der aus funktionalen Gründen sagt, nee, Daune nicht, das ist mir zu gefährlich, wenn die nass wird, mit dem Risiko möchte ich nicht arbeiten.
Kann ich verstehen. Und in dem Moment bist du halt im Bereich von ein paar Minusgraden aushaltenden Schlafsäcken schnell bei 1,6 Kilo oder irgend sowas. Und das sind hier schon die super, super leichten Kunstfaser-Schlafsäcke, die, sagen wir mal, bis minus 7 oder sowas irgendwie entsprechend gehen, Komfortlimit. Wenn es überhaupt einen gibt, der 1600 Gramm dann wiegt in dem Bereich. Wobei, doch, ich glaube, das gibt schon. Das könnte es schon geben. Ja, ne? Aber behalten wir wirklich mal im Hinterkopf, Ultralight-Ausrüstung ist nicht super, super fragil, weil die einfach ein unglaublich stabiles Material verwendet. Cordura ist so in den Köpfen der meisten von uns ein unglaublich stabiles Material. Das ist auch unglaublich stabil. Will man es aber auf unzerstörbar trimmen, muss man es schon etwas in dickerer Materialstärke vernähen und erst dann ist es unzerstörbar und dann wiegt es aber halt unglaublich viel. Per se, bei gleicher Materialstärke ist dieses Dynema-Zeug, was den Ultralight-Rucksäcken da verwendet wird und so weiter, sogar noch stabiler. Es gibt, glaube ich, momentan kaum ein stabileres Textil als dieses Dynema-Zeug oder dieses Cuban Fiber, so rein von den technischen Daten her. Nur ist es nicht mehr leicht, sobald man es dick macht, ne? Deswegen macht man es dünn. Und deswegen kann sehr wohl Ultralight-Ausrüstung entsprechend kaputt gehen. Und jetzt muss man sagen, es gibt ja diese tollen Z-Pack-Hersteller beispielsweise. Das ist so der klassische Hersteller von dem ganz, ganz teuren Dynema, Ultralight-Ausrüstungsgedönse-Zeug und so weiter. Und die werben damit, das habe ich jetzt auch erst kürzlich in dem verlinkten Video erfahren. Herzliche Grüße an dieser Stelle übrigens, bevor ich das vergesse. Die werben damit, dass das so ein Appalachian Trail oder wie der auch immer heißt, AP, AT, AT. Also ich höre immer nur AT. Bei den Amis, die sagen immer nur auf dem AT. Jedenfalls, das hält so einen ganzen Weg, ist der Werb, das Werbeversprechen. Danach ist Marker ja kaputt sein und so weiter. Und das ist wohl auch erfahrungsgemäß tatsächlich so, dass diese Rucksäcke wirklich nur einen solchen Weg aushalten. Und dann sind sie mehr oder weniger, also sie würden nicht noch einen zweiten überstehen, deswegen kannst du sie quasi nicht nochmal mitnehmen. Ne, sowas in dem Stil. Jetzt muss man allerdings wissen, dass dieser Weg ist fast 2.500 Kilometer oder was weiß ich, was lang ist. Überlebt sowas auch ein klassischer, nicht leichter Trekking-Rucksack? Ja, mit Sicherheit. Ich weiß ja von Evelyn, ihrem Rucksack, der etwa 3.500 Kilometer gesehen hat. War das so? Ich glaube, das war so. Oder lass es 3.000 gewesen sein. Der ist noch tipptopp in Ordnung. Der kann sie nach wie vor verwenden. Das Problem ist aber, dass ein klassischer Trekking-Rucksack ja immer irgendwelche Polster verbaut hat, die da irgendwelche Dinge abpolstern sollen. Und diese Polster, die haben einen Schaumstoff dahinter. Und so ein Schaumstoff, das ist wie mit Schuhen, wenn man mit denen ewig rumlatscht, ist irgendwann die Sohle total steif, wenn sie vorher entsprechend, so ein Laufschuh, so ein Sportschuh, Joggingschuh, irgendwie sowas, hat jeder von uns schon mal besessen. Oder besitzt es noch. Irgendwann ist die Sohle da wirklich durch, weil einfach diese dämpfende Wirkung, dieses Schaumstoff, der da drin ist, nicht ewig hält. Und das ist auch mit diesen Polstern und diesen Rucksäcken so. Man muss wirklich saumäßig lange mit so einem Rucksack rumlatschen, damit das Polster irgendwann überhaupt nicht mehr polstert. Aber den Punkt hat jetzt die Evelyn nach ihren 3000 Kilometern mit diesem Rucksack eben entsprechend erreicht. Der Rucksack ist jetzt nicht kaputt und man kann damit weiter rumlaufen, aber die Polster sind hinüber. Da muss man jetzt sagen, da hat Ultralight-Ausrüstung einen großen Vorteil. Die hat gar keine Polster. So gesehen, dieses Problem kann da nicht auftreten. So gesehen ist es schon ein Qualitätsmerkmal, dass man sagen kann, der Rucksack hält bei gleichbleibenden Trageeigenschaften tatsächlich so irgendwas 2500 Kilometer, sage ich jetzt mal. Das ist dann wirklich eigentlich gar nicht so schlecht, weil wie gesagt, die Trageeigenschaften bleiben gleich. Und sollte man so schon mit dem Rucksack umgegangen sein, dass er nach 2500 Kilometern immer noch funktioniert, dann funktioniert er auch wirklich immer noch. Wie gesagt, wenn die Polster durch sind, ne, und ich glaube auch Deuter bietet keine, wir tauschen die Polster an ihrem Rucksack aus, weil sie damit 3000 Kilometer gelaufen sind. Service haben die, glaube ich, so nicht. Also Evelyn wollte mal gucken, ob sie da eventuell rausfindet, ob die nicht doch so einen Service haben, aber hat sie, glaube ich, noch nicht gemacht. Muss ich mal nachfragen. Schatz, wenn du das siehst, klär mich auf. So, also fragil ist anders. Fragil ist wirklich anders. Und auch die Vermutung, dass wenn man das Ding, wenn man damit mal einmal quer durch den Wald läuft und an einem Baum entlang strappt, schon ist da ein Riss drin. Das ist ja auch Blödsinn. Das ist keine Mülltüte. Das geht zwar, man kann auch im Grunde sehr ultraleicht mit einer Mülltüte unterwegs sein, aber die ist nun wirklich fragil. Diese Ultraleitrucksäcke sind wirklich weit davon entfernt, eine Mülltüte zu sein. Sicherlich, wenn man damit ganz viel an der Felswand entlang schrappt, dann sind die auch kaputt. Allerdings gehört zum Ultralightwandern dazu, habe ich mir sagen lassen, dass man seine
Etappen, seine Touren sehr, sehr, sehr genau plant, dass man genau weiß, wo kommt man denn vorbei, was gibt es da so ungefähr, was muss ich da ungefähr erwarten, für was muss ich denn die entsprechende Ausrüstung dabei haben. Und das heißt, was man zum Beispiel recht gut absehen kann, bevor man da ankommt, ist, ob es denn da eine Felswand gibt, an der man die ganze Zeit entlang schrappt. Beispielsweise gehst du im Schwarzwald den Westweg wandern, seine 300, schieß mich tot, Kilometer, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du an keiner einzigen Felswand entlang schrappst. Brauchst du dann einen Rucksack, der an Felswand entlang schrappen überlebt? Nicht zwingend. Ne? Wenn du den trotzdem dabei hast, gut, dann kannst du sicher sein, falls du mal doch das Bedürfnis hast, an einer Felswand entlang zu schrappen, die abseits des Weges liegt, das ist dann sicherlich... Wenn du das dann willst und wenn du das dann brauchst, dann kannst du das natürlich mitnehmen, selbstverständlich. Und ich habe ja sowas auch dabei gehabt, ne, auf Teilen des Westwegs. Ich habe ja alle möglichen Rucksäcke auf dem Westweg ausprobiert. Das war ja meine große Rucksack-Teststrecke. Das geht schon, da kann man schon so machen. Ne? Muss man aber nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich so das Hauptproblem in der ganzen Ultraleit-Diskussion, dass da wirklich so viel Emotionen drin stecken. Nur weil man das auch so machen kann, ist ja das, was derjenige, der es anders macht, macht, nicht zwingend falsch. Und das kriegt man schwer ins Hirn. Ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Dann wäre da noch die Sache mit dem, ich bin mehr so der Komfortmensch, ich brauche mehr Komfort. Deswegen brauche ich mehr Ausrüstung. Da sind die Leute, die ultraleit unterwegs sind, immer ganz schnell dabei, einem zu erzählen, dass das Argument ja völliger Blödsinn ist. Weil warum hast du denn wenig Zeug dabei? Damit du leichter unterwegs bist. Und warum machst du das? Damit du komfortabler unterwegs bist. Das stimmt natürlich. Andererseits hast du super tolles Übernachtungsequipment, ein riesiges Zelt und einen super tollen warmen Kuschel-Kuschel-Schlafsack und eine super ultra dicke Isomatte. Ja, dann schläfst du komfortabel. Und da müssen wir jetzt unterscheiden. Es gibt komfortabel unterwegs sein und es gibt komfortabel lagern. Die einen schleppen viel Zeug und keuchen durch die Landschaft, vermutlich, ne? Oder sind auf jeden Fall. Und da müssen wir uns jetzt auch klar machen, wir tun natürlich so, als würde es uns überhaupt nichts ausmachen, mit 25 Kilo durch die Landschaft zu laufen. Ne? Und das können wir ja auch wirklich, ich auch, kann ich, überhaupt kein Problem. Könnt ihr anderen Kollegen, die das ähnlich machen, könnt das auch, überhaupt kein Problem. Aber ganz ehrlich, muss man auch mal zugeben, wenn man da eine ganze Tour gemacht hat, viele Kilometer und viele, viele, viele Tage mit 25 Kilo durch die Landschaft geschlichen ist, weiß nicht, ob das jetzt schon alle von uns gemacht haben, ich ja, dann muss man auch ganz ehrlich zugeben, irgendwann tut einem scheiße nochmal der Rücken weh und man hat auch mal eine scheiße verspannte Schulter und am Ende vom Tag läufst du dann wirklich schon so ein bisschen zombieartig manchmal durch die Landschaft, weil du echt am Arsch bist. Dann brauchst du den Komfort auch, den du mitgeschleppt hast, ne? zum Übernachten und dich zum Wiedererholen und bist am nächsten Tag auch wieder fit und dann kann es eben entsprechend weitergehen und dann leidet man aufs Neue und hat aber wieder den wunderbaren Komfort einer unglaublich erholsamen Nacht und eines tollen Abends am Lagerfeuer am See in Skandinavien beispielsweise. Ne? Das ist schön, das kann man so machen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es den einen oder anderen Ultraleiten gibt, der halt eben am Abend nicht rumrennt wie der Zombie, nicht unglaubliche Schmerzen hat, nicht sich die Haut in Fetzen von den Füßen ziehen kann, aber dann auch nur, naja, okay, ging so die Nacht, oh, ich laufe mal lieber weiter, laufen ist gemütlicher, ne, so nach dem Motto. Und da muss man einfach gucken, Komfort ist relativ. Schlafkomfort und Laufkomfort ist nicht dasselbe und tatsächlich muss man sich irgendwo entscheiden, wo man den Schwerpunkt legen möchte oder man macht einfach einen totalen Mittel-Mittel-Kompromiss. Ich habe ja immer versucht bei meinen langen Touren, da hat man auch deswegen viel Gepäck, weil das ja immer Wildnistouren sind und ich meine, so einen kompletten Proviant mitschleppen muss. Ich mache das zwar auch freiwillig, weil ich das gut finde, wenn man autark unterwegs ist, aber ich muss ihn auch mitschleppen. Zum Beispiel jetzt bei der Schwedentour, die man auf YouTube angucken muss. Da musste man den Proviant mitschleppen, weil es keine Nachversorgungsvariante gab. Hätte man da Ultraleit-Equipment dabei gehabt, dann hätte man trotzdem für viele Tage, nämlich für 14 habe ich Proviant dabei gehabt, genau, das hätte man da auch bei einer Ultraleit-Tour machen müssen. Hätte man trotzdem für 14 Tage Zeug mitschleppen müssen. Klar, mit dem Basisgewicht hat man dann immer noch einen sehr, sehr leichten Rucksack, aber man kann dann auch nicht mehr einen Ultraleit-Rucksack nehmen, weil man da auf 15, 16 Kilo kommt, wenn man noch Wasser dabei hat, ne? Und Brennstoff. Und das ist dann auch nicht mehr
ja, im klassischen Sinne von dem Ultraleitgedönse. Zwar rechnen die immer nur mit dem Basisrucksackgewicht, solange das Basisrucksackgewicht, also sprich die Nicht-Verbrauchsgegenstände plus den Rucksack selber, 5 Kilo nicht überschreiten, ist man nur ultraleicht. Im Grunde ist es für die Definition egal, wie viel zusätzliche Nahrung, wie viel Brennstoff und wie viel Wasser man dann noch mitschleppen muss. Aber es ist sicher nicht im Sinne des Betrachters, dass man mit 16 Kilo noch ultraleit wandern geht. Sicher nicht. Kann man natürlich schon. Ganz wichtig, immer im Hinterkopf behalten, gehen tut das alles irgendwie. Man muss es nur nicht unbedingt machen wollen. Ne? ja, und worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Weiß ich nicht mehr. Machen wir einen Schnitt. Ja, daraus resultiert eben im Prinzip auch die Sache mit dem, will ich überhaupt laufen oder will ich lieber lagern? Weil wenn ich nicht viel laufen will, dann kann ich auch viel Zeug schleppen. Das ist dann wirklich völlig Wurst. Die Jungs von Ruhrpott Outdoor beispielsweise. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kanal, den ich viel angucke. Das sind immer super sympathische Typen. Ne? Also wirklich, ja, alles gut zwischen uns. Aber was die jetzt zum Beispiel machen, ist doch meistens, also so nach dem, was ich gesehen habe, wenn sie auch noch ganz anderes Zeug machen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, klärt mich auf. Aber meistens sind sie doch nicht sehr weit unterwegs und haben doch ziemlich viel, ziemlich schweres Zeug dabei, um dann ziemlichen Krempel im Wald zu machen, den ich ehrlich gesagt nicht so gut heiße, mitunter, aber das macht die ja nicht unsympathisch. Und deswegen sind auch keine schlechten Menschen und allzu schlimm ist es ja dann auch nicht, was sie treiben. Aber das kannst du nicht mit Ultraleit vergleichen, weil das ist was ganz anderes. Das ist ja nicht mal Wandern. Das ist ja wirklich bloß Verlegen von Zeug in den Wald. Das ist, kann man machen, ne? Also das ist deswegen nicht schlecht, aber wenn du solche Leute fragst, was sie denn von Ultraleit halten, das macht einfach keinen Sinn. Fragst du einen klassischen Trekker wie mich, was ich von Ultraleit halte, das geht, das kann man vergleichen. Beides basiert darauf, dass man doch einen Schwerpunkt bei der Aktivität auf das Unterwegssein legt. Zugegeben lege ich noch durch meine Ausrüstung vielleicht noch einen etwas höheren Schwerpunkt auch auf das Lagern. Dass das Lagern gut abläuft, weil ich da ja dann eben entsprechend schweres Zeug für dabei habe. Nochmal, ich möchte betonen, der Unterschied in der Ausrüstung zwischen einem, sagen wir mal, fortgeschrittenen klassischen Trekker und einem Ultraleit-Trekker liegt im Wesentlichen in dem, was die Ultraleitler als die großen vier bezeichnen. Bei den Ultraleitern sind die großen vier Dinge extrem leicht, beim klassischen Trekker sind die eher sehr robust. Also zumindest nach meiner Auffassung. Und was sind diese großen vier Sachen? Das ist einmal Isomatte, das ist einmal ein Schlafsack. das ist ein Zelt. Da kann man nämlich entweder sowas hier dabei haben. Tada! Oder das hier. Ne? Und ja, Isomatte haben wir schon gesagt. Wobei kaum jemand eine richtig, richtig schwere Isomatte mitschleppt. Die ist eigentlich bei fast jedem ziemlich leicht. Gut, ziemlich leicht ist noch nicht ultraleicht, aber gut. Ja, das war's, glaube ich, oder? Zelt, Isomatte, Schlafsack. Ach, der Rucksack selber. Richtig. Und da habe ich jetzt für meinen Ben will auch mal Ultraleit ausprobieren, Experiment tatsächlich den hier jetzt rausgesucht. Weil das Ding, das ist jetzt nicht Ultraleit, aber der wiegt tatsächlich ohne Rückenversteifung, wiegt der gerade mal 840 Gramm. Nicht Ultraleit, aber ziemlich leicht. Und ist damit wirklich der leichteste Rucksack, in den so einigermaßen mein Zeug noch reinpasst und wo ich auch eine Möglichkeit habe, noch Getränke mitzunehmen. Ja, und hier muss ich jetzt wieder was ergänzen. Der Unterschied eben bei den großen vier beim klassischen Trekking zum Ultraleit-Trekking besteht im Wesentlichen darin, dass die klassischen vier Sachen auch das sind, wo man wirklich noch Reserven dabei haben kann und sollte, je nachdem, was für eine Tour man macht. Sprich, man hat ein besonders stabiles Zelt, das ist dann nicht mehr super, super leicht. Man hat einen super robusten Rucksack mit einem schönen, kräftigen Tragesystem, weil man Proviant für viele, viele, viele Tage mitschleppen möchte. Man hat einen Schlafsack, der von Temperaturwert her einfach noch viele, viele Grad Reserve mit sich bringt, falls es viel kälter werden sollte, als man erwartet. Und man hat auch gleichfalls eben eine entsprechende Isomatte,
die vom Temperaturwert her noch viele Reserven mit sich bringt und die, da es eine lange Tour ist, natürlich auch wirklich möglichst bequem entsprechend sein sollte. Ne? Also gerade eben auch bei Fragen der Ausrüstung, die direkt mit dem Wetter in Kontakt kommt, habe ich, wenn ich in extreme Gegenden gehe, als klassischer Wanderer, wirklich sehr gerne sehr, sehr robustes Zeug. Bei Zeug, das nicht direkt mit dem Wetter und der Außenwelt in Berührung kommt, meinetwegen Unterwäsche, die braucht nicht robust sein. Da gibt es meiner Meinung nach keinen Unterschied zwischen Ultralight und klassischem Trekking von den Materialien her. Der Ultraleiter hat vielleicht noch einmal weniger Unterwäsche dabei, ne? Oder ein paar Socken weniger oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich hatte überlegt, ob ich, wenn ich jetzt Ultralight ausprobieren möchte, nicht vielleicht allen Ernstes mit irgendeinem Werbegeschenk ganz einfachen Stadtrucksäckchen rumlaufe. Warum nicht? Weil der wiegt tatsächlich gerade mal 300 irgendwas Gramm. Ist vom Volumen her natürlich ein bisschen beschränkt. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich hätte meine Ausrüstung, so wie ich es euch dann nachher noch zeige, da tatsächlich reinbekommen. Das Problem ist nur, ich habe überhaupt keinen Platz mehr für Wasser. Ne? Weil der hat keine Außentaschen. Hätte der außen hier noch Taschen, da, wo ich mir noch Wasser mitnehmen könnte, hätte ich den allen Ernstes jetzt genommen, mal zum Ultralight ausprobieren. Aber ja, dadurch, dass das halt nicht geht, muss ich jetzt leider, und ich habe keinen, der noch mal ein bisschen kleiner ist, weil ein bisschen kleiner würde gehen, solange er nur eine Möglichkeit hat, außen noch mal zusätzlich Flaschen zu befestigen, nehme ich halt meinen klassischen Waldrucksack hier mit. Das lasse ich natürlich da rein, weil das wiegt ein Gramm. Ne? Das geht nicht. Nehme ich mit, ist mir egal. Nehme ich mit. Inkognito sind nur die Leute, die was zu verbergen haben. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Nee, ich bin öffentlich genug. Manchmal ist das nicht so ganz einfach, aber man hat sich ja lange drüber nachgedacht. Und ja, normalerweise kommt hier hinten ja noch diese Isomatte rein. Die kennt man ja, die BW Mehrzweck-Isomatte. Die liegt jetzt zu weit weg. Ich stehe nicht auf. Ja, und ansonsten ist das halt einfach nur ein Sack. Denn deswegen ist der leicht. Und der hat halt überhaupt kein Tragegestell. Der hat auch einen komplett flexiblen Rücken. das heißt, man muss, und das ist üblich bei Ultralight-Rucksäcken, auch wenn das keiner ist, aber das muss ich jetzt trotzdem auch machen, sein Gepäck so packen, dass man eine Rückenversteifung durch den Inhalt des Rucksacks quasi erhält. Kommen wir noch später dazu. Ne? Aber das wäre jetzt halt eben die Leichtvariante. Okay, zugegeben, hier hat er eine kleine, hier ist so ein, das hier ist relativ steif. Das ist zwar auch ein bisschen verwind, kann man auch, ist auch eine gewisse Flexibilität da, aber ist zumindest ein bisschen steif. Das war es aber auch an Versteifungselementen. Ansonsten ist es einfach nur ein Sack. Natürlich, aber kann man auch anders machen. Man kann auch klassischen, jetzt bin ich doch aufgestanden, Trekking-Rucksack dabei haben. Das hier war mein allererster. Der ist noch vergleichsweise leicht, weil im Grunde ist der auch nur ein Sack mit ein paar Außentaschen, aber das Material ist halt super stabil. Das Tragesystem relativ massiv mit Alurahmen und allem Pipapo und so weiter. Und dann wiegt halt so ein Rucksack schnell mal 2,2 Kilo oder was für einen 95 Liter Rucksack. Ja, 95 Liter ist das allerdings immer noch sehr leicht. Also wenn man sich dazu mal militärische Modelle anguckt, die wiegen dann schnell mal 4-5 Kilo. Und die Frage, ist der denn auch robust? Der ist 18 Jahre alt. Ne? Und der ist noch wunderbar einsetzbar. So. Das hier wäre die besagte Isomatte, die man dann als Rückenversteifung normalerweise in dem Rucksack drin haben würde. Hatte ich überlegt, ob ich die nicht noch mitgenommen bekomme, vom Gewicht her, weil super schwer ist die nicht. Und dann hätte ich halt nochmal eine Unterlage, die mir bisschen mehr Schutz für meine aufblasbare Isomatte bietet. Aber ich lasse daheim. Ich will es wirklich mal, wenn ich das jetzt schon probiere mit dieser Ultralight-Geschichte, dann will ich es auch wirklich Ultralight machen. Weil ich will, leicht wandern kenne ich schon. Das habe ich schon häufiger gemacht. Ultralight kenne ich noch nicht. Und darum geht es so ein bisschen. Ne? Jetzt noch mal kurz zurück zur Diskussionsrunde. Was wollte ich denn noch mal genau? Also Ausrüstung an das anpassen, was man wirklich vorhat. Und tatsächlich,
weil man halt eben keine Backup-Ausrüstung dabei hat, ist es wohl auch ganz, ganz wichtig eben für die Ultralight-Menschen, dass sie ganz minutiös planen, was sie eigentlich vorhaben und wo sie hinwollen und so weiter und so fort. Und dann halt wirklich auch nur das mitnehmen, was man wirklich auch nur genau exakt dafür unbedingt braucht. Nicht, was man vielleicht noch brauchen könnte, sondern was man wirklich unbedingt braucht. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich die Grenze von Ultralight sehe. Wo ich jetzt sage, bei allem Verständnis, das ich inzwischen versucht habe aufzubauen für diese Ultralight-Wanderei, für mich ist das höchstens ein auch mal. Das ist auf keinen Fall ein ab sofort nur noch Ultralight. Das kommt nicht in die Tüte. Das werde ich auf keinen Fall machen, weil Touren, wie ich sie meistens gemacht habe, die würde ich in Ultralight für wirklich sehr, sehr unvernünftig halten. Erstens mal, weil ich gerne lebend zurückkommen möchte. Und zweitens, weil es mir ein furchtbarer Graus wäre, eine Rettungsaktion auszulösen. Ist man unzureichend ausgerüstet, irgendwo in der Wildnis unterwegs und hat als einzige Option bei Schneesturm, ja, dann lasse ich mich halt retten, dabei sozusagen. Ne? Man hat keine Option für einen schnellen Wetterwechsel, wie er in vielen arktischen Gebieten oder subarktischen Gebieten halt ganz schnell mal auftreten kann, auch wenn der Wetterbericht was anderes sagt. Hat man dafür keine Option dabei, dann ist man, das nennt man wohl in der Szene, stupid light unterwegs. Ne? Also so leicht, dass es wirklich langsam schon dämlich wird. Kann man selbstverständlich trotzdem machen, solange man sich damit nur selber umbringt. Fies wäre es allerdings, also jeder, der sich umbringen will, darf das tun. Da habe ich nichts dagegen, wir sind eh überbevölkert. Aber, ja, das war jetzt wieder nicht sehr menschenfreundlich, gell? Kriege ich wieder Ärger, weil ich nicht der ultimative Menschenfreund bin. Ich bin Ökologe. Wenn man Ökologe ist, ist man ganz schnell nicht mehr der ultimative Menschenfreund. Weil wenn es einen Faktor gibt, der so ein großes Problem auf dem Planeten ökologisch gesehen darstellt, dann ist es Homo sapiens. Das ist nun mal so. Deswegen will man sich nicht selber ausrotten, klar. Und ich habe auch kein Interesse daran, dass die Menschheit ausstirbt. Aber jetzt sagen, oh, Menschen sind so toll, das will ich auch irgendwie nicht so ganz. Ne? Und wenn denn jemand sich aus eigener Blödheit nun mal sein eigenes Grab schaufelt, nein, das tut mir nicht leid. Muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich empathielos. Ich bin ein böser, empathieloser Mensch in dieser Hinsicht. So, wäre das auch mal geklärt zwischendurch. Jedenfalls, das Problem ist, wenn dann so jemand, der sich sein eigenes Grab geschaufelt hat, vorher noch seinen SOS-Knopf drückt. Es gibt ja dieses lustige Satellitengerät, mit dem man im Prinzip zwei Sachen senden kann nach Hause. Einmal, alles okay, per Knopfdruck. Alles okay, per Knopfdruck. Alles okay, über GPS irgendwie. Das kostet kein Geld, das braucht kein Handyempfang oder sonst wie. Aber du kannst wirklich nur diese eine Sache, mehr oder weniger, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch noch zwei andere Sätze, keine Ahnung, die man da in irgendeiner Form versenden kann. Und du kannst ein Notsignal abschicken. Dann also quasi SOS, hallo, retten mich bitte, hier ist meine Position. Und wenn man, weil man zu bescheuert ist, um vernünftige Ausrüstung dabei zu haben, in der Wildnis bei fiesen Bedingungen, die auch für die Helfer gefährlich sein könnten, eine Rettungsaktion auslöst, nur weil man eben zu blöd oder zu faul oder zu dämlich war, um vernünftige Ausrüstung dabei zu haben, mit der man überhaupt nicht in ein Problem gekommen wäre, mit der man überhaupt nicht in Lebensgefahr geraten wäre, wenn man dann so eine Rettungsaktion auslöst und andere Leute in Gefahr bringt, da ist der Punkt, wo ich dann sage, das sollte man auf keinen Fall tun. Und wenn man in so eine Situation sich begeben müsste, um Ultralight unterwegs zu sein, ist das meiner Meinung nach die Grenze, wo Ultralight-Touren dann aufhören. Das muss noch nicht zwingend sein. Ich habe häufiger mal das gehört, das Beispiel von wem auch immer, ich habe vergessen, wie der Kerl heißt, der mit 4 Kilo durch Alaska gerannt ist. Quer. Im Sommer. Und wahrscheinlich ist der auch nicht, das weiß ich nicht, vielleicht ist das doch, aber dann ist er relativ bescheuert. Aber der wird auch nicht allzu weit weg sein von den jeweiligen Routen, wo man halt eben zur Not dann noch irgendwelche Menschen findet. Weil man kann mit 4 Kilo Ausrüstung halt nicht für jedes potenziell mögliche Wetter und jedes mögliche Ereignis, was einen in Alaska ereilen kann, eben entsprechend ausgerüstet sein. Das geht nicht. Das heißt, sollte es zu einem Ereignis kommen, mit dem man jetzt nicht gerechnet hat und wofür man nicht die entsprechende Ausrüstung dabei hat, hat man als Ultraleiter nur die Möglichkeit, okay, jetzt bin ich am Arsch, jetzt muss ich, solange meine Kräfte reichen, versuchen, mich in die Zivilisation zurückzuretten. Das ist
völlig belanglos und überhaupt kein Problem, wenn du um Baden-Baden rumspazierst. Das werde ich zum Testen wahrscheinlich tun. Ne? Deswegen nehme ich jetzt dieses Beispiel. Weil da gehst du einmal runter in die Stadt und wenn wirklich was Schlimmes passiert ist und du bist am Bluten oder sonst was, ein bisschen Erste-Hilfe-Material hat man ja auch schon dabei. Wobei ich sagen muss, ich beschränke mich auf dieses winzige Paket. Ne? Das ist für akute Blutungsstillen reicht das. Jedenfalls, wenn da sowas wäre, dann könnte man da ja wirklich darum bitten, dass die doch vielleicht eventuell einem mal ganz kurz, bevor man in Ohnmacht fällt, noch ein Kissen unter den Kopf legen oder was auch immer. Ne? Überhaupt kein Problem in Deutschland. Überhaupt kein Problem auf Fernwanderwegen in Deutschland. Auch kein Problem auf Fernwanderwegen im Ausland, sofern die hin und wieder mal durch ein kleines Dörflein führen. Sowas sind so Sachen, so klassische Beispiele. Und wenn die noch so weit sind und auch diese ATs und PCTs und FCKWs und was die alles in Amiland da für komische Wege laufen, da ist das auch kein Problem. Und da ist das Risiko, das man halt hat, wenn man mit nicht auf Notfälle ausgelegte Ausrüstung unterwegs ist, super überschaubar. Da müsste man sich schon ein Bein brechen, dass man dann wirklich nicht mehr entsprechend in die nächste Siedlung kommen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit meinem arktistauglichen Zelt und einem extra warmen Schlafsack und extra Proviant und extra Brennstoff und einem super robusten Kocher, hilft mir das alles nicht weiter, wenn ich mir das Bein breche. Also es gibt Situationen, da reicht dann jede Ausrüstung nicht mehr, natürlich. Da muss man dann schon eine große Gruppe sein, damit man dann gruppentechnische Ressourcen noch zur Verfügung hat, wie... Es kann eine Trage gebaut werden und man kann zumindest vielleicht bei Abbruch der Tour mit ein paar Tagen irgendwie zum nächsten Dorf geschleift werden, wenn jetzt eine Rettungsaktion gar nicht notwendig möglich sein sollte und all so ein Kram. Ne? Also eine Tour in Ultralight mit vielen Leuten, das ist dann wieder was anderes. Da kann man dann vielleicht eventuell dann auch wieder drüber nachdenken, aber solo oder auch nur zu zweit halte ich das in der Wildnis für wirklich eine bescheuerte Idee. Nochmal, passiert was Unvorhergesehenes, bei der Notwendigkeit genau auf all, nur das passieren darf, worauf man sich vorbereitet hat von der Ausrüstung her. So, und das ist der Grund, weshalb ich bisher eigentlich immer so ein bisschen kritisch gewesen bin beim Thema Ultralight, weil meine Wildnistouren mag ich Ultralight nicht machen. Mag ich nicht. Und tatsächlich ist die Gewichtsdifferenz zwischen 21 Kilo, was ich jetzt so plane, und vielleicht mögen es 22 Kilo sein. Und da sind schon 2,5 Kilo Kameraausstattung mit drin. Die braucht man natürlich nicht. Die muss ich aber mitschleppen, weil ich der Meinung bin, dass ich sie brauche. Ich will das halt so. Und dann ist wirklich Ultralight kein Thema mehr. Weil von diesen 22 Kilo, da mag der Rucksack sehr schwer sein. Das ist richtig. Aber der Hauptanteil ist da einfach schlicht und ergreifend Proviant. Weil Wildnis. Du kannst nicht nachproviantieren. Auch Brennstoff spielt eine große Rolle, weil den muss man auch mitnehmen, weil du kannst auch kein Feuer machen. Und das ist wirklich eine Tour, da macht das meiner Meinung nach wirklich überhaupt keinen Sinn, wenn man jetzt versucht, seine Basisausrüstung, und das sind jetzt wirklich nur noch 3-4 Kilo, die ich da theoretisch nochmal einsparen könnte, dann wäre ich mit Ultralight-Ausrüstung unterwegs. Meinetwegen sind es dann 5 Kilo, aber dafür dann auf arktistaugliches Zelt, ziemlich guten warmen Schlafsack, feste Schuhe, stabile Stöcke, einen wirklich zuverlässigen Kocher und diverse weitere Notfalloptionen verzichten zu wollen, halte ich wirklich für bescheuert. Das lohnt sich dann einfach nicht mehr. Weil da ist der Unterschied halt wirklich zwischen mal sagen wir mal 17, 18 Kilo und 22 Kilo. Insbesondere wenn wir davon ausgehen, dass ich das Kameraequipment in jedem Fall mitschleppen möchte. Nicht muss, zugegeben, aber möchte. Sagt man braucht kein Kameraequipment, so überhaupt keins, oder es reicht einem so ein GoPro-Würfel oder irgendwie sowas. Ja, vielleicht. Aber unverantwortlich und gefährlich halte ich das finde ich das trotzdem. Es wird auch wirklich davor gewarnt, dass man mit zu einfacher und zu leichter Ausrüstung unterwegs nicht sein soll. Grönland selber warnt davor. Und übrigens interessanterweise, seit es immer mehr Ultralight-Menschen gibt, hat die Quote der Leute, die aus der Wildnis gerettet werden müssen, auf Island beispielsweise, um 300% zugenommen. Das ist jetzt erstmal nur eine Korrelation. Das ist nicht zwingend eine Kausalität. Wir wissen also nicht, ob die Zunahme der Ultralight-Wanderer schuld dran ist,
dass es immer mehr Rettungsaktionen in der Wildnis geben muss, wissen wir nicht, können wir nicht beweisen. Aber es könnte zumindest sein und in manchen Bereichen könnte ich es mir wirklich vorstellen. Ja? Will ich aber auch nicht. Ne? Aber nicht böse sein, ist nur, es ist mir nur aufgefallen. Ne? So, ja, das waren also so ein paar Dinge, die ich zu dem Thema zu sagen hatte und was man wirklich, also ich glaube, wir nicht primär ultraleit unterwegs, Leute. Wir haben wirklich das Problem, dass wir dem Ganzen einfach mit vielen Vorurteilen gegenüberstehen. Wenn ihr euch weiter noch mit dem Thema auseinandersetzen wollt, also so inhaltlicher Art, was es dann noch so für Vorurteile gibt und so weiter und so fort, dann guckt euch doch mal bitte, da weise ich jetzt nochmal drauf hin, das entsprechend verlinkte Video an. Herzlichen Dank übrigens nochmal für besagtes verlinktes Video. Das hat mir wirklich auch sehr geholfen, war sehr interessant und hatte jetzt war nochmal zusammen mit deinem Ausrüstungsvideo, war das so der Stein des Anstoßes, der mich jetzt dazu gebracht hat, dass ich den ganzen Käse jetzt mal wirklich ausprobieren will. So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich gedenke mitzunehmen. Ich gehe jetzt nicht los, es ist abends, aber gute Frage, wie abends ist es eigentlich? Na, noch nicht so abends, hab noch Zeit. Aber ja, kommen wir zu Bens Packliste. Also das hier eben der entsprechende Rucksack, 850 Gramm. Da soll jetzt rein. Achtung, Schnitt. Dieser Schlafsack hier. Der lässt sich natürlich durchaus noch ein wenig komprimieren. Folgendes. Thema Ultralight ist teuer. Nochmal aufgreifen. Ultralight ist teuer. Ja. Wenn du es vergleichst mit Einsteiger Bushcraft, dann ist Ultralight extrem teuer. Das Problem ist, und um unter 5 Kilo Rucksack-Basisgewicht ohne Verbrauchsgüter zu kommen, brauchst du zwingend, das wird nicht möglich sein ohne, es sei denn, man ist wirklich im publigen Sommer unterwegs, wo man tatsächlich nur mit einer Badehose rumrennen könnte, dann geht das. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wie jetzt im Winter unterwegs sein möchte, dann kommt man nicht unter 5 Kilo ohne einen Daunenschlafsack. Da braucht man einfach einen Daunenschlafsack. Und da Daunenschlafsäcke per se, gut, es gibt auch ganz billige, aber von denen den Kauf dieser Dinger möchte ich definitiv abraten, per se nicht billig sind, kann man Ultralight quasi fast schon nicht mehr billig machen. Der Rucksack, den ich mir jetzt ausgesucht habe, der ist billig. Den ganzen anderen Kram, den hatte ich schon. Der Schlafsack ist halt ziemlich neu. Und was ich mir noch gekauft habe und was ebenfalls billig ist, ist nicht dieses Ding, sondern dieses Ding. Und was ist das? Ich zeige es euch mal am anderen Ding. Das sind ursprünglich Ground Sheets in Englisch. Also eine Unterlegplane für Zeltstab, was auch immer und so weiter und so fort. Die haben aber die wunderbare Eigenschaft, dass sie wirklich scheiße leicht sind, gleichzeitig noch 20D, aus 20D-Nylon bestehen, einseitig Silikon beschichtet, damit auch wasserdicht sind. Und sie haben 4 solche lustigen Ösen, mit denen man sie tabförmig abspannen kann. Sie haben nur 4 Ösen, sie haben sonst nichts. Deshalb sind sie auch so leicht, ne? Und das Material per se super, super, super dünn. Immer noch 20D, also immer noch sehr reißfest. Und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Das Teil hier, das ist ja ursprünglich, hatte ich das mal als Ersatz für eine Elefantenhaut gedacht. Ich hatte da ein Video zu gemacht. Das ist recht lang. Von der Länge her würde das reichen, um es als notdürftiges, nicht komfortables, aber als notdürftiges bzw. als Ultralight-Tab zu verwenden. Aber von der Breite her, keine Chance. Ne? Keine Chance. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal das gleiche besorgt. Kostet wirklich nicht viel Geld. In breit. Ne? Also das ist jetzt genauso lang, aber fast dreimal so breit. Und das müsste von dem Format her als, ja, Ultralight-Tab halt. Nicht schön, nicht komfortabel, aber also gerade noch so zweckdienlich. Das war so meine Voraussetzung, meine Überlegung. Wenn ich das jetzt ausprobiere, dann mache ich es so gerade noch so zweckdienlich. Also fast schon auf Survival-Tour-Niveau, nur dass ich halt zusätzlich noch einen warmen Schlafsack habe. Das ist, der Schlafsack ist eigentlich so der Hauptunterschied, der jetzt, und die Isomatte, der jetzt diese Tour von einer fast schon Survival-Tour unterscheiden wird. So möchte ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber irgendwie muss man es ja mal ausprobieren, gell? So, zurück zum Schlafsack. Das ist ein Western Mountaineering Ultralight.
der heißt Ultralight, der ist nicht Ultralight. Noch Ultralighter sind Quills oder Kills oder Quills, wie auch immer man diese Dinge ausspricht. Ich glaube, der Ami sagt Kilt. Quilt. Quilt mit Q jedenfalls vorne. Das sind Schlafsäcke ohne Kapuze und ohne Rücken. Also eigentlich kein Schlafsack, sondern eben ein Quilt. Und den spannt man sich um die Isomatte und dann spart man halt nochmal einen Haufen Material, weil der Kapuze und der Rücken halt eben fehlt. Kann man machen. Wäre noch leichter. Das Teil hier wiegt 870 Gramm, 880, irgendwie sowas. Da das ein Daunenschlafsack ist und Daunenschlafsäcke grundsätzlich immer mit Inlet verwendet werden sollten, kommt halt noch ein Inlet dazu. Und das wiegt 130 Gramm. Ist halt so. So. Dieser Schlafsack hat einen Packsack. Und selbstverständlich könnte ich den Packsack verwenden und das würde auch in meinen Rucksack reinpassen. Überhaupt kein Problem. Der hat übrigens ca. 30 Liter. Ohne die Außentaschen. Was ich aber nicht tun werde, ist diesen Packsack verwenden, weil ich verwenden werde den Schnotzelsack. Warum? Weil ich den Schnotzelsack sowieso brauche, um diese Isomatte aufzupusten. Außer ich will sie mit dem Mund aufpusten, dann kommt aber Feuchtigkeit rein und dann ist die Lebensdauer der Isomatte reduziert. Kann man natürlich trotzdem mal machen, wenn es halt mal unbedingt rein muss. Und der Schnotzelsack hat hier oben so einen Rollverschluss, lässt sich damit Wasser und luftdicht, ziemlich luftdicht zumindest, sagen wir mal 95%, 99% luftdicht verschließen und hat hier unten einen Rüssel, der ist einfach dafür da, dass man die Luft hier oben einfängt und dann durch diesen Rüssel die Isomatte aufpumpt. Das habe ich euch an anderen Gelegenheiten schon gezeigt. Dieser Rüssel kann aber auch verwendet werden, weil das ist ein Multifunktionsschnotzelbeck. Der heißt wirklich so. Weil man kann dieses Ding auch als Ventil benutzen, um hier drin Textilien zu vakuumieren oder zumindest fast zu vakuumieren. Das kann man auch mit dem Schlafsack machen. Und durch die doch vergleichsweise große Form von diesem Ding kann man den Schlafsack auch in eine längliche Form komprimieren. Und was ist er, wenn er eine längliche Form hat? Ein Rückenpolster. So, und das mache ich jetzt mal. Das dauert eine Weile und deswegen müsst ihr euch das nicht angucken und ich zeige euch dann das Ergebnis. So, fertig. So schaut das jetzt aus. Schönes, kompaktes, rechteckiges Ding. Und das hat ungefähr das Format hiervon. Ne? So ungefähr. So ungefähr reicht auch. Kann ich jetzt theoretisch noch ein bisschen weiter komprimieren. Aber ich will ja nur zeigen, wie es funktionieren soll. Deswegen muss ich das jetzt nicht machen. Will mir meine Daune nicht mehr komprimieren als unbedingt notwendig. Ginge wirklich problemlos. So. Idee ist jetzt folgende, dass ich mir jetzt das... hier hin entsprechend reinstopfe. Ja, ohne Rucksackversteifung gar nicht so einfach, so jetzt. Und das ist jetzt natürlich noch ein bisschen hoch, wie man hier sehen kann, aber ja, so, noch ein bisschen nach unten. Und jetzt ist das da drin und der komplette Rücken vom Rucksack ist jetzt der Schlafsack. Also schön weich. Ne? Da sticht so schnell nichts durch, was einem dann in den Rücken pieken konnte, wenn man jetzt hier noch unförmige Dinge reinmacht. Gut, packen wir weiter. Was will ich denn sonst noch so mitnehmen? Isomatte. Das ist die Expect Synmat Ultralight S. Und zwar 163 cm lang. Also nur die kurze Variante. Und damit ist die auch sehr, sehr leicht. Steht leider nicht drauf, wie leicht. Mit Reparaturset und mit meinem kleinen Mini-Kopfkissen, was hier noch drin ist, das gönne ich mir jetzt einfach, wiegt die 440, ja, ich glaube, irgendwie sowas. Passt problemlos hier noch rein. So, darauf kann ich schlafen. Ja, ich habe jetzt keine Unterlegplane für den Boden, es sei denn, ich entscheide mich, dieses Ding hier noch mitzunehmen, wiegt 90 Gramm. Lieber nicht. Brauche ich auch nicht zwingend, wenn ich mir einfach im Wald die Mühe mache, den Boden, worauf ich meine Isomatte legen möchte, wirklich minutiös abzusuchen, dass da auch nichts ist, was piekt und mir dann nochmal eine schöne Laubschicht oben drauf lege, damit das wirklich gut isoliert ist. Auch so geht's. Das macht Arbeit, das ist nicht komfortabel, nicht beim Lagerleben zumindest, aber das kann man machen. Das wäre halt so ein bisschen in Richtung Survival von der Übernachtung her. Tarp, 280 Gramm.
totales Schrott-Tab im Grunde, wirklich nur mit den minimalsten Anforderungen. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich allen Ernstes eine Rettungsdecke nehme. Das war mir dann aber doch ein bisschen zu extrem. Wäre aber im Grunde auch gegangen. Zu dem Tab brauche ich natürlich noch Schnürchen. Ja, ich muss euch jetzt nicht zeigen, wie ich Schnürchen einpacke, oder? Heringe habe ich überlegt, weil ich es ja ausprobieren möchte, ja nur zum Testen, nehme ich nicht mit, schnitze ich selber. Die Maßnahme, jeden Abend Heringe zu schnitzen, spart einem über die gesamte Tour vielleicht 30, 40 Gramm, wenn überhaupt. Dafür braucht man auch ein Messer, mit dem man Heringe schnitzen kann. Da ich aber ohne ein Messer ohnehin nirgendwo hingehe, das kommt nicht in Tüte. So ultraleit werde ich nie sein, dass ich nicht ein gescheites Messer dabei habe. Deswegen kann ich auch Heringe schnitzen. So, kommt da auch rein. Inlet, 130 Gramm, kommt da rein. Jetzt hatte ich überlegt, Topf, oh scheiße, ich habe vergessen, Topf muss man folgendermaßen verpacken. Topf wiegt 100 Gramm. Topf verpackt man so, dass man, so, Hohlraumtopf perfekt ausgefüllt, nimmt jetzt fast überhaupt keinen zusätzlichen Platz in Anspruch. Klar kann man da auch Socken reinstopfen oder irgendwie sowas, aber ich glaube, also aus meiner Sicht ist es so am effizientesten. Sage ich jetzt einfach. Kommt mir zumindest so vor. Wer anderer Meinung ist, bitte gerne. Wir können ja über alles reden. So, wie gesagt, jetzt hier noch das. Jetzt habe ich fast den Schlafsack wieder rausgezogen. Das ist alles nicht so einfach, wenn man hier auf dem Stuhl sitzt. Der Schlafsack plustert sich in der Zwischenzeit übrigens wieder ein bisschen auf, weil die Komprimierung mit dem Schnotzelbeck ist halt doch nicht hundertprozentig luftdicht, aber es reicht, um schnell alles einzupacken, und dann kann er sich ja ruhig ein bisschen aufplustern. Dann hat man einen perfekt ausgeplusterten Rucksack, der trägt sich am besten, wenn er schön prall gefüllt ist. Erste Hilfe-Set, keine Ahnung wie viel Gramm, 40. Deckel vom Topf. So, und jetzt Spiritus, ist hier kaum noch welcher drin, macht nichts, der zählt ja eh nicht mit beim Rucksack-Gesamtgewicht. Das wäre hier Spiritus. Ich hatte überlegt, ob ich das Ganze nur auf dem Feuer arbeite oder mit dem Hobo arbeite, habe mich dann aber entschieden, da ich ja ohnehin diesen Kocher besitze, der wiegt mit Sack 23 Gramm, dass ich auch einen Spirituskocher mitnehmen kann. Einen Topfständer muss ich mir dann aber wieder improvisieren, weil der Topfständer, der da ursprünglich dazugehört, dieses Drahtgestell, das wiegt sage und schreibe 40 Gramm, und das ist mir für einen Topfständer zu schwer. So, dann habe ich hier noch den leichtesten Löffel, ich habe noch einen leichteren Löffel, das ist so ein alter blöder Einweg-Kaffeelöffel. Da weiß ich nicht, ob da nicht doch ein bisschen Weichmacher auf die Dauer abgehen von dem Einweg-Kaffeelöffel. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme den hier. Der wiegt auch 8 Gramm oder irgendwie sowas. Spiritus hätte ich auch im Paddling mitnehmen können, der liegt da eigentlich eher zu Vorzeigezwecken. Paddling wiegt allerdings mehr als die kleine Flasche, die ich gerade eingepackt habe, also rein leer Verpackungsgewicht. Deswegen lieber die kleine Flasche. Und jetzt brauche ich noch, weil man ja nie weiß, ob es regnen könnte, es sei denn, man weiß es doch, dann kann man tatsächlich die Regensachen auch zu Hause lassen, das wäre mir aber zu riskant. Eine Regenhose, die ist tatsächlich schon auf Ultraleitniveau. Also für eine Regenhose, es gibt auch noch Regenröcke und so ein Blödsinn, also wie das funktionieren soll, weiß ich nicht, aber für eine Regenhose gibt es kaum eine leichtere als die hier, das ist die Berghaus Packlight Pant. Gore-Tex Regenhose, sauteuer, aber ich bin da wirklich saumäßig glücklich mit dem Ding. Ist ein toller Ausrüstungsgegenstand, unglaublich atmungsaktiv. Man kann die den ganzen Tag anhalten. Wenn ich sie einmal anhabe, ziehe ich sie fast nie wieder aus, also außer ich komme abends im Lager an, weil sie einfach unglaublich bequem ist für eine Regenhose. Die merkst du nicht. Und sie wiegt, weiß ich nicht, muss ich nachgucken, aber 200 Gramm und ein paar zerquetschte. Höchstens. Wenn sie nicht sogar unter 200 Gramm wiegt. Gut. Und für das ganz miese Wetter, die Jacke ist jetzt eigentlich für Ultraleit Blödsinn, weil die Jacke ist dafür ausgelegt, einen beliebig schweren Rucksack drauftragen zu können. Man braucht dann eine fiese, feste, krass robuste Regenjacke, wenn man halt wirklich einen super schweren Rucksack transportiert. Sonst macht der einem auf Dauer die Regenjacke kaputt. Deswegen ist die hier nahezu unzerstörbar. Braucht man nun wirklich nicht, wenn man nur so einen ganz leichten Rucksack durch die Landschaft schleift. Passt auch problemlos noch um den Rucksack. So, und jetzt müsst ihr mir einfach glauben, dass ich hier jetzt problemlos noch meinen Proviant unterbringe, links und rechts noch 1,5 Liter Wasser befestigen kann. Und ich habe ja ergänzend hier noch so Stripes obendrauf,
Und da würde ich mir jetzt noch eine zusätzliche Softshelljacke, wenn ich sie gerade nicht anhabe, eben entsprechend noch oben drauf packen. Und dadurch, dass der Schlafsack ja eben noch nicht komplett komprimiert ist, da ist also wirklich noch reichlich Platz in dem Rucksack, kriege ich ja auch noch problemlos, das habe ich jetzt nicht da, ein Ersatz-T-Shirt zum Schlafen und eine lange Unterhose, ebenfalls zum Schlafen, kriege ich ja auch noch eben entsprechend problemlos rein. So, das und das hier noch. Und das war's, weil Taschenmesser kommt in die Hosentasche, Trekkingstöcke kommen in die Hand, die werde ich die ganze Zeit über benutzen, Schuhe habe ich an, gut, Ersatzsocken, ein paar Ersatzsocken nehme ich auch noch mit, weil ich es kann. Und nach meinen Berechnungen, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, ich schreibe euch das jeweils unten hin und blende euch das fleißig ein und so weiter und so fort, aber nach meinen Berechnungen sollte jetzt dieses Rucksäckchen mit dem, was jetzt drin ist und den 3-4 Dingen, die noch eben entsprechend dazukommen, tatsächlich unter 5 Kilo wiegen. Und fühlt sich jetzt auch wirklich extrem leicht an und ich werde ihn mal spaßeshalber einfach mal aufziehen. Schwupp. Ich muss den Schlafsack wirklich nächstes Mal noch ein bisschen mehr komprimieren. Da war ich jetzt zu sparsam. Aber zum Zeigen reicht es ja. Die Schnallen zu machen ist bei diesem alten Militärrucksack immer ein bisschen fummelig. Geht natürlich, aber geht halt nicht so schnell wie mit den modernen Hightech-Schnallen. Wollte ich mir eigentlich ursprünglich mal welche dran machen. So ein bisschen modernere, tollere, bessere. Ja, egal. Es ist nicht schön, aber ziehen wir den jetzt mal auf. Ich hoffe, ihr seht mich noch, wenn ich aufstehe. Wenn ich weit genug weg bin, auf jeden Fall schon. Ja, und jetzt ohne Wasser wohlgemerkt natürlich und ohne Proviant wiegt der jetzt gefühlt überhaupt nichts. Also der behindert mich jetzt rumwandertechnisch wirklich so gar nicht. So gar nicht. Und das ist eine Übernachtungsausstattung, ne? Gehen wir einfach mal davon aus, dass ich die Jacke die meiste Zeit anhaben werde. Das ist nicht die Jacke, aber eine vergleichbar schwere. Und ich werde auch nicht in den Schlappen latschen, aber sonst kann man schon mal machen. Ne? Selbst im Winter kann man das mal machen, wenn man dann so fies ist, sich noch gutes Wetter auszusuchen. Ich werde nämlich jetzt noch schön warten, bis ich einigermaßen gutes Wetter bekomme, weil diese Tarp-Konstruktion, die muss ich erst ein paar Mal ausprobieren, bevor ich der traue, dass sie auch einen stärkeren Regenguss überlebt. Aber auf diesem Wege kann ich es jetzt zumindest mal ausprobieren, mal ein bisschen ultraleit unterwegs zu sein. Ob ich stinke, mir scheißegal. Wegen einer Übernachtung, ja, vielleicht nehme ich noch eine Zahnbürste mit. Wäre jetzt wegen einer Übernachtung, ach, scheiß drauf. Waschen, scheiß drauf, bisschen Klopapier, okay, wiegt dann nochmal 4-5 Gramm. Tempotaschentuch, vielleicht noch 2. Oder halt hier, ich arbeite ja ganz gerne mit diesen Dingern. Das sind so aufquellende Tüchlein. Wenn man die nass macht, dann wird daraus so ein feuchtes Tüchlein. Die nehme ich auch oft als Klopapierersatz. Aber viel mehr brauche ich dann wirklich nicht mehr. Ne? Das sollte funktionieren. Und das war jetzt mein Beitrag zur Frage Ultralight, nicht Ultralight. Und ich würde jedem empfehlen, der da meint, eine Meinung zu haben, wirklich vielleicht mal ausprobieren. Ich weiß es auch nicht, vielleicht sage ich jetzt auch, oh, das ist scheiße, ich will lieber mehr schleppen. Kann ja sein, weiß ich nicht. Aber ausprobieren sollte man es, glaube ich, doch, bevor man da eine vorgefertigte, entsprechend feste Meinung zu hat. Und wenn ich dann unterwegs bin, schreibe ich auch noch dazu, was an Ausrüstung hier noch dazugekommen ist, was ich jetzt hier fürs kleine Packen, fürs Video vergessen habe. Eben die Schnur fürs Tarp zum Beispiel. Ohne Schnur wäre blöd. Vielleicht nehme ich noch meine Survival-Dose mit. Die wiegt allerdings auch 250 Gramm. Damit hätte ich aber auch noch jede Menge Backup-Material halt dabei. Ist die Frage, ob ich über 5 Kilo komme oder nicht. Wenn ich nicht über 4-5 Kilo komme, dann nehme ich die Survival-Dose noch mit. Leute, ich bin am Labern und jetzt langt's auch mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich mache noch andere Videos, bevor ich dann wirklich auf Tour bin. Ich muss ja auch noch Zeit haben. Ne? Geht halt dann doch den ganzen Tag, insbesondere wenn man ja noch draußen übernachten möchte. Aber das gibt's dann demnächst auf diesem Kanal. Oh. Tschüss.